Hi, herzlich willkommen zu Verprügelt mit Drachen, mit Ivan Thiem als Gummo der Barbar, mit Faruk Eisenbusen, a.k.a. Falk Pirczek, dem Schneckelbaden, und mit mir, Jonas Imam, dem Game Master. Wenn ihr diese Serie cool findet, bitte lasst uns ein Like da, ein Abo da, sagt eurer Familie Bescheid, schreibt dem Senat und macht auch sonst alles, was man so tun kann. Nominiert uns für Preise, ist mir egal was, Oscar vielleicht oder so. Gibt's sowas? Nee, ist egal. Wir haben nicht so viel Zeit drauf. Bevor wir sind dann plötzlich in Cannes. Genau, wir kommen Wir kriegen den goldenen Bären. genau. Nominiert uns für die Berlinale. Genau, und dann gerne auf Spotify und so weiter liken, abonnieren, was auch immer geht. Ja, was ihr für einen Podcatcher habt. Wir sind eigentlich überall drauf. Das würde uns sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Ansonsten gibt es noch Patreon. Auch da wird es in Zukunft noch mehr VMD-Content geben. Es gibt da schon ein klein bisschen VMD-Content tatsächlich. Kommt noch mehr. Aber dazu. So klein ist ja gar nicht. Nee, es hat, ist größer als man dachte, ist der VMD-Content da. und Gott. Sorry, der war so hacky, Alter. D&D Dad Jokes. Okay. Genau, und das würde uns sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank dafür. Ansonsten, kommt jetzt mit uns in eine Welt voller Abenteuer. Wir sind in Panchoria, dem Kontinent, auf dem wir uns bewegen, in der Stadt Glanwood. Unsere beiden Helden haben einiges erlebt. Ich kann jetzt nicht alles zusammenfassen. Guckt einfach die letzten 23 Folgen, Aufschluss zu finden. Aber in der letzten Folge habt ihr einen Raum gefunden, einen geheimen Raum unter dem Goldenen Bolzen. Der Goldene Bolzen, die Taverne der Handwerksgildenmeister, ist eine wunderschöne Taverne, die perfekt eingerichtet war, perfekt mit allem ausgestattet war, alles sehr ingenieursmäßig durchgeplant von oben bis unten. Ihr habt einen geheimen Raum gefunden. Dort haben die Gildenmeister offensichtlich ihre Privatgelage gehalten, ihre privaten Feiern gefeiert und vielleicht auch sich Sachen ausgedacht, die nicht ganz legal waren, wer weiß. Jedenfalls seid ihr in diesen Raum reingekommen, nachdem ihr durch ein paar Fallen durch musstet, die ihr sehr interessant gemeistert habt, sagen wir es mal so. Und dann kommt ihr in diesen großen Dinnerraum, anders kann man das vielleicht, ist es gut, ja, Dinnerraum ist richtig. Ich keine Schäden. Und in diesen Salon. Und dort ist mehr so eine Halle. Nö. Nee, da war immer ein Teppich, ne? Ja. Ein Teppich drin ist keine Halle mehr, habe ich gelernt. Das ist die Regel? Das ist die Regel. Ach, das ist eine persische Halle. Okay. Jedenfalls sitzen dort die 10 verschwundenen Handwerksmeister an einem langen, langen Tisch und sie sind anscheinend tot. Und es sieht aus, als wären sie vergiftet worden. Das habt ihr in der letzten Folge noch so ein bisschen erörtern können. Dann habt ihr ja auch noch festgestellt, dass dort ein einzelner Krug mehr war. Alle hatten ihren persönlichen Krug und dann stand noch einer extra da und da war ein lilaner Lippenstift dran, den ihr verbunden habt mit der Hilfe von Markus mit Laverna Siren Voice, der Bardin, die euch durch die Lappen gegangen ist vor einiger Zeit im Kampf gegen Rakon. Und die anscheinend umtriebig ist und sehr, sehr schwierige, nicht schwierige, sehr. Umtriebig ist ein interessantes Wort. Sehr. Zweifelhaften Aktivitäten nachgeht in dieser Stadt. Keiner weiß so genau, was sie tut, aber es scheint nicht gut zu sein. Dann habt ihr noch so ein bisschen rumprobiert an den ganzen Hebeln, die ihr in diesem Ding findet und da ist ein kleines Malheur passiert. Immer eine dumme Idee. Das ist nie eine gute Idee. Stand einfach eine sehr, sehr große Statue von dem Handwerksgott, den sie dort anbeten, in der Ecke und diese ist zum Leben erwacht durch einen Hebelzug. Und jetzt fängt diese Statue an, sich langsam zu bewegen. Und was ihr merkt ist, in der ersten Schrecksekunde vielleicht auch, das, was außen dran war, also der Putz sozusagen, der Stein drumherum, der bröckelt ab. Und darunter kommt eine metallerne Figur heraus. So, fast so ein bisschen wie so ein Aufziehsoldat. Nur riesig. Fängt es an. Riesengroß, so groß wie ihr, sollte man sagen. Ah, okay. Ich dachte, wäre groß. Ungefähr so groß wie ihr. Nicht dramatisch größer zumindest. Ja. Mehr so wie Gummo natürlich, nicht so sehr wie. Ja, ja. Nicht also, das so heißt, groß wie ich. Es ist wrestlingfähig. möglich. das Vieh hält einen Hammer in der Hand. Und auf der anderen Seite so eine, so eine Torch, eine Fackel. Eine Fackel, genau. Die aber auch aus Metall geformt ist. So ein bisschen wie die Freiheitsstatue. Es ist so ein gemachtes Ding. Und das setzt sich jetzt in Bewegung. Oh shit. Und es ist offensichtlich auch aus Trouble. Also sie ist jetzt nicht so, sie will kämpfen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt. Naja, also Bock sie hat irgendwie dieses Abschütteln von dem. Man weiß ja nicht, worauf sie programmiert ist. Wer weiß, vielleicht. Ja, wisst ihr tatsächlich nicht. Ihre Augen leuchten jedoch rot und das. Das ist immer Attacke-Modus. Kein gutes Zeichen normalerweise. Yeah. Und sie guckt euch einmal an und gibt so ein. Also der Mund öffnet sich und da kommt so ein metallernes Schreigeräusch raus, was klingt fast mehr wie so ein.
ja, so ein Angriffsbrüllen von einem riesigen Stier oder so. Es ist kein menschliches Geräusch. Ja. Es ist so ein Geräusch, was halt Metallern verstärkt ist und schallt. Und auf jeden Fall nicht nett klingt. Mein Charakter denkt sich sofort, dass er das samplen könnte und damit eine große Karriere macht. Ja, total. und jetzt ist eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, müsst ihr Initiative. Ja, habe ich schon gedacht. Also wirklich, letzte Folge war ja wirklich, also das war ja verrückt, was hier mit den Würfeln du gewürfelt hast. Ja, das wird nie wieder passieren, meine Damen und Herren. Wir sind zurück zu Rot. Zurück zu Rot. Darf ich eine Frage an den Game Master stellen? Ja. Kann man aus den ersten Bewegungen schon erahnen, ob das Ding eher trägerer Natur ist? Weil in meinem Kopf ist so, das ist jetzt Metallern gebaut. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das ein großer Sprinter ist. Nee, das kann ich das schon erahnen? Also das kannst du sehr schwer abschätzen. Es bewegt sich sehr mechanisch. Also es ist alles sehr eckig. Die haben sogar gesagt, wie geil wäre es, wenn wir gegen einen Golem kämpfen würden. Ja, und dann ist es wirklich soweit. Was ging durch deinen Kopf, als ich das erraten habe? Also es war ein bisschen schade, dass du da Ich habe ja nicht geschmult oder so. Der Faruk hat eine 11 gewürfelt. Plus Initiative 2, also eine 13 habe ich in der Initiative. Okay, Faruk hat eine 13 und dann, Gummo? Warte mal ganz kurz. Da ist deine Initiative. Erst würfeln und dann die Zahl draufrechnen. Eine 19. Also 22. Das ist richtig. Okay. So suffisant. Gummo hat eine 22. Nochmal ein bisschen Platz dazwischen. Faruk hat eine 13. Mhm. Und Markus. Ja. Wie immer. Ach, Magi. Schlusslicht. Ach, Magi. Es geht ja auch, also ich muss sagen, er ist ja aufgelevelt, aber so ganz. Nee, er kann doch nicht bei den, bei den großen Jungs, das ist, da merkst du noch. Oder er ist einfach noch ein bisschen moody, weil was das im. Mein Gott, der ist so zickig. Ihr hattet Konflikt. Ich meine, der hat ja schon mal Initiative ergriffen, das ist wirklich schiefgegangen. Ja. Will er vielleicht nicht nochmal Initiative ergreifen? Ja. Ich glaube, wenn das so weitergeht, dann müssen Markus und ich vielleicht nochmal dann, also auch nochmal vielleicht auch die Therapie und so. Ja, wir müssen ein ernsthaftes Gespräch führen. Das ist alles, da ist auch viel zu Bruch gegangen. Ja. Auch, also vor allem in mir. In dir? Aber ich weiß, wäre auch eher zickig. Guck dir mal die letzten Folgen an, guck mal, wer. Weißt du was? Das finde ich interessant. Schreibt unter die Folge nur, wer glaubt, wer in der Beziehung Schuld hat, dass was zurückgegangen ist. Schuld. Alter. Immer diese. In Beziehungen. Beide immer ein bisschen, Jonas. Ja, ja. Manche ein bisschen mehr. Ich lasse mich hier nicht vom Game Master gaslighten. Okay. Was sagt denn der Golem? Und der Golem. Hat der Golem einen Namen? Weil wir haben ja gegen den Owlbär gekämpft. Der heißt Owlbär. Wir haben gegen einen. Ja, also ich meine, du hast ja nicht gefragt. Mechanischer Golem. Also. Mechanic Golem. Insofern kann ich dir das leider nicht sagen. Okay. Mhm. Okay, ja, stimmt. Ich habe nicht gefragt, wie heißen sie. Und ihr Name? Und er so. Okay, der erste, der dran ist, ist tatsächlich Gummo. Absolut, ich sehe diesen Golem und denke mir, jetzt wird gekämpft. Wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz so ein bisschen Positionen so halbwegs klären. Und zwar der Golem ist in einer Ecke von dem Raum. Mhm. Der nächste, der dran ist, ist tatsächlich Gummo, weil er den Hebel in der Nähe gezogen hat. Mhm. Und dann, ganz wichtig, Faruk, du bist immer noch unsichtbar. Stimmt! Ja. Nice! Du hast dich Wieso bist du. Weil ich dir beweisen wollte. In der letzten Folge hast du ihn provoziert, zu zeigen, ob er sich unsichtbar machen kann. Und er hat sich unsichtbar gemacht und hat. Was ein sehr teurer Spell war. Ja. Ist sehr teuer. Du musst doch mal gucken, wie lange die Unsichtbarkeit da noch geht. Und Markus ist dann hinter dem Tisch irgendwo. Ja. Genau, Gummo, also du kannst gerne was tun. Ich sehe den Golem. Darf ich bitte Knowledge. Irgendwas würfeln, wo ich denke, so, okay, was ist so seine Schwäche? Ich fürchte, kann ich bitte seinen Schwachpunkt herausfinden? Das wäre am ehesten Knowledge Arcana und das hast du nicht. Habe ich nicht. Da hast du keine Ahnung. Dann habe ich einen Plan, wie ich gerne gegen diesen Golem kämpfen würde. Ja. Und zwar aktiviere ich Rage. Ja. Ich möchte mich in Rage bringen. Sehr gut. Und ich nehme von meinem Kerzenständer, ich habe ja das Seil, was. Dieses selbstgemachte Seil praktisch. Genau, genau. Ich nehme dieses selbstgemachte Seil und möchte quasi, ich renne auf ihn zu und mache so eine Finte wie so ein Crossover beim Basketball und möchte quasi, wenn er einen Hieb durchführt, unter dem Hieb durch und drumherum und das Seil quasi um seine Füße binden. Wie ein AT-AT von Star Wars. Ja, aber noch ein bisschen quasi nur mit Menschen. Okay. Ich weiß, es ist ein schwieriger Move. Ich bin mir auch bewusst, dass ich auf viele Werte hier würfeln muss. Gut, aber ich glaube. Das ist interessant. Ja. Dafür gibt es jetzt nicht so direkt Regeln natürlich. Ja, ja. Aber wir können das sicherlich probieren. Was wäre das am ehesten? Erstmal
genau, müsstest du auf ihn angerannt kommen, dann macht er im Prinzip eine Bonus-Action-Attacke auf dich, weil du provozierst das jetzt mit Absicht. Ja. Und aber wenn man weiß, der Shot kommt, dann ist man ja auch schon. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja. Ja. Ich gebe dir mal plus +2 auf deinen AC, weil du es provozieren willst. Ja. Das ist, glaube ich, am fairsten an der Stelle. Und wenn er jetzt daneben hauen sollte, dann kannst du einen Grapple-Check machen und wenn du den halbwegs hinbekommst, dann kannst du anfangen zu wickeln. Sehr gut. Was hast du für ein AC jetzt gerade? Ich habe AC einen Wert von 17, weil okay, also 19 jetzt gerade. Nice, das ist extrem hoch. Das ist ein sehr, sehr guter AC, das stimmt schon. Und jetzt müssen wir das gucken. Ah, okay. 19 hatten wir gesagt, ne? Ja. Ja, also du kommst auf ihn zugerannt, er hebt diesen Hammer, in dieser komischen mechanischen Art und Weise, und du tauchst unter dem Hammer weg und er haut dir einmal richtig auf den Kopf drauf. Wir müssen. Hat genau eine 19. Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe jetzt schon gar keinen Bock. Ich habe Schädel gekriegt gleich für die Nummer. Die ganze Woche freue ich mich drauf, das zu sagen beim Podcast, mein Plan. Es war kein schlechter Plan. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Was habe ich denn für ein Pech in letzter Zeit? Das kann doch nicht sein. Okay, er macht 12 Punkte Schaden. Das ist allerdings bei dir durch 2, weil du schon in Rage bist, also kriegst du 6 Punkte Schaden. Das kann doch nicht sein. Das ist aber auch würzig. Ja. Es tut mir so leid, wenn man so einen Plan hat, auf den man sich so lang freut. Hey, in meinem Kopf habe ich mir das so cool vorgestellt. Okay, also du kriegst direkt eine übergezogen und. Ah, sorry, ich glaube, ich bin so ein bisschen lustig. Und rollst dann sozusagen wieder aus diesem Nahkampfbereich raus. Hat er deinen Grapple auf jeden Fall gecheckt mit. Ich werde es gleich nochmal versuchen. Okay. Du bist in Rage, hast du gesagt? Ja, ich habe Frenzy, also. Du kannst jetzt gerne noch versuchen anzugreifen in irgendeiner Form oder versuchen irgendwas anderes zu tun, eine normale Aktion. Das würde ich noch zulassen. Ja, ich meine, ich bin ja. Nee. Aber geh doch vielleicht ein bisschen zurück. Ja, ich will mal ja gucken, schon, wie weit er laufen bin kann. Ja schon ich habe mich ja schon rausgerollt. Ja, er hat auch jetzt keine Bewegung mehr. Also, okay. Frenzy gibt dir nur mehr Attacken. Hm? Okay. Okay, der nächste, der dran wird, ist tatsächlich die Statue. Mhm. Und die Statue geht jetzt weiter auf Gummo los, weil, macht Sinn. AC ist jetzt wieder zurück auf 17. Mhm. Sorry. Und auch da hat er getroffen, leider. 10 Punkte Schaden durch 2 sind 5. Nochmal 5 Punkte. Also er setzt jetzt hinterher. Er rennt hinter dir her im Prinzip. Du versuchst aus dem Weg zu rollen. Er trifft dich noch einmal richtig heftig an der Schulter mit seinem Hammer. Und es tut wirklich weh. Aber du hast auch eine Rüstung an. Es wird alles ein bisschen abgefangen. Und du bist in Rage und merkst es nicht so doll. Aber dein Arm wird so ein bisschen taub davon. Aber ganz kurz, der ist offensichtlich relativ agil. Das haben wir jetzt schon gesehen. Ist jetzt nicht träge. Es ist mechanisch, aber es ist so ein bisschen wie der Terminator. Also er ist schon sehr, sehr koordiniert. Krass. Mhm. Und er brüllt dich dann noch einmal an mit diesem, wo so rotes Licht aus seinem Mund rauskommt und er einfach so macht. Okay, vielen Dank. Ja. Der nächste, der dran ist, ist Faruk. Ich werde die Scheiße aus dem Shattern. Ja. Und ich habe mir extra Shattern nochmal durchgelesen. Ja. Und ich möchte auf etwas hinweisen. A creature made of inorganic material, such as, und jetzt kommt's, Stone, Crystal or Metal has disadvantage on his savings throw. Ja. Und das wird jetzt sehr interessant. Okay. Er muss eine 13 schaffen mit Disadvantage. Okay. Sehr gut. Sehr schön, dass du das nochmal nachgeguckt hast. Guck mal, ich bin hier richtig wieder in Laune. Ich lese jetzt sogar wieder Sachen. 13, ja? Ja. Ich fürchte, er hat es geschafft. Das ist doch nicht dein Ernst! Ich habe eine 12 und eine 14 gewürfelt. Kann ich Handle machen vielleicht? Aber Disadvantage ist doch 12. Dann hat er es doch nicht geschafft. Kriegt auch noch einen Bonus. Scheiße, okay. Okay. Gut. Aber okay, gib mir mal den Schaden. Du schütterst mich. Warte mal. 3d8 durch 2 ist es dann. Das heißt, wir haben jetzt 12. Mhm. 13 durch 2, 7. Ja, immerhin. Ja, ist okay. Nicht so schlecht. Was hat der überhaupt an Hitpoints? Okay, so. 4 Millionen. Der fühlt sich sehr wie ein Raid-Boss gerade an. Irgendwann ist es sogar, dass der grüne Balken weg und es kommt ein gelber Balken. So, Markus, hast du noch was du machen möchtest? Nee, also erstmal bin ich jetzt wieder sichtbar. Was wollte ich dir sagen? Du siehst, du hast ihn vorher nicht gesehen. Jetzt explodiert neben der Statue wieder dieser, das kennst du jetzt schon ein bisschen, du kennst diesen Donner-Effekt, der da kommt. Rammt praktisch die Statue auch so ein bisschen von hinten in deine Richtung, aber die bewegt sich nicht so viel. Ist hinten
ja, es gibt so leichte Dellen in dem Metall und hier und da fliegt so ein Stück ab oder so, aber es ist jetzt nicht dramatischer Schaden. Ja. Und er wird wieder sichtbar. Wo wolltest du denn stehen? Na, ich stehe so ein bisschen hinter meinem guten Kollegen. Also das geht nicht. Ihr seid zu sehr in der Ecke. Also. Du warst auch vorher eher auf der anderen Seite. Der Tisch ist ja in der Mitte. Ich würde sagen, wahrscheinlich hast du recht und ich war eher auf der anderen Seite des Tisches. Sonst, ja. Also ja, nee, das hätten wir auch anders machen können, aber das wäre ein bisschen weird, wenn du dich direkt daneben stellst, dann eine Explosion zündest und dann mitten im Getümmel. Also, bist. Hallo! Okay. Okay. Dann ist der nächste Markus. Mhm. Markus, rennt um den Tisch herum, sodass er von hinten an ihn rankommt, an die Statue. Und damit. Ja, das bringt bei ihm nicht so viel. Wenn ihr da beide dran steht, macht es keinen großen Unterschied. Der greift ihn jetzt einfach an und mal los, Marty Rinder! Passiert. Oh, das war nicht schlecht. Oh, sehr gut. Jetzt müsste ich nur noch mal so schlau sein, den Bogen irgendwo zu haben. Da ist er. Nein. Okay. ach so, doch, warte mal. Doch. Trifft gerade so, genau. Und das sind. Markus macht mit normalen Angriffen nicht so viel Damage, ne? Mm-mm. So ein halbnormales Pissschwert. Ja. Immerhin. Sagen wir einfach immerhin und arbeiten wir weiter. Okay. Er kommt von hinten angerannt, er zieht dem der Statue einmal das Schwert über den Rücken rüber. Auch das macht mehr eine Kerbe, also mehr so, er kratzt eher den Lack groß auf, als dass es jetzt ein richtiger Schaden ist in dem Sinne. Aber es fängt an, die Integrität des Objekts anzugreifen. Und der nächste, der dann dran ist, ist Kongo. Mhm. Ich sammle mich von meinem ganz schönen Klops auf den Kopf. Ja, also es ist ein Hammer auf den Kopf. Also jeder, der sich mal den Kopf gestoßen hat, weiß ja ungefähr, wie es ist. Das ist auf jeden Fall eine Beule. Ja. Eine richtig ordentliche Beule auf dem Kopf. Und ich fühle die auch so einen Huckel auf meinen Kopf so ein bisschen. Aber ich versuche mich zu sammeln und ich frage mich, ob ich das nochmal versuchen soll oder nicht. Irgendwie denke ich mir so, nee, vielleicht nicht. Und renne mit meinem Kerzenständer auf ihn zu und versuche ihn da quasi so am Hals zu pinnen. Rohe Gewalt! Was meinst du damit, am Hals pinnen? Da zu treffen oder was? Genau. Okay, genau. Dann würfel mal bitte den Angriff. Das ist eine 14. Plus? Plus meinen Kerzenständer, wo war er nochmal? Ja, also plus 6, plus 2 Damage, also 22. Nee, mach erstmal nur, wie viel du dann, du hast 20 dann. 20, genau. Gewürfelt. Okay, und Rage, das hat getroffen. Und dann jetzt würfel mal den Schaden. Gerne, das war 1d8. Plus was? Plus 2 Rage Damage. Nee, noch mehr. Plus 2, das plus 2 kriegst du noch extra dazu. Also 1d8 plus 4. Plus 2 plus 6 insgesamt. Genau. 1d8 plus 6. Okay, so. Das ist eine 7. Sehr gut. Und dann. Alter, 13 ist ordentlich. Ja. Genau, 13 Punkte Schaden. So, das war der erste Angriff. Beschreib mir bitte, was passiert, wenn der so ein bisschen. Wenn mein Kerzenständer Metall gegen Metall. Warte mal ganz kurz. 13 hast du gerade gesagt, ne? 13 durch 2 sind. 6,5, also 7. Ich glaube, Damage runden wir auf. If I'm not mistaken. Gut, das war magischer Schaden, den du gerade gemacht hast. Ach Gott, der hat ja wahrscheinlich Resistenzen gegen Morales, alles. Metall gegen Metall? Metall gegen Metall, ja. Ah, okay, kennt er sich ja eigentlich aus. Ich fürchte, das funktioniert das nicht. Ja, dann würde, also dann Metall gegen dein Fleisch, wieso kriegst du bei Rage reduziert Damage? Macht ja auch wenig Sinn. Ach. Ja, sag mal, was hat er denn für Eigenschaften, dieser krasse Golem? Ja, das darf ich dir nicht sagen, aber ich kann dir eine Sache sagen. Du rammst deinen Kerzenständer mit voller Kraft da rein und normalerweise, wenn das aus Fleisch und Blut wäre, dann wärst du jetzt da, würdest du auf der anderen Seite wieder rauskommen. So viel Kraft hast du da gerade reingeballert in deiner gesammelten Rage. Aber es prallt da rein, es macht auch schon deutlich Schaden. Also du piekst da offensichtlich durch irgendwas durch, aber es bleibt auch relativ schnell stecken und es passiert nicht sehr viel und du ziehst es wieder raus. Also du hast offensichtlich schon Schaden gemacht, aber nicht so viel, wie du gehofft hättest mit dieser Wucht, die du aufgebaut hast. So. Aber du hast noch einen Angriff. Ich habe noch einen Angriff. Also ich habe gemerkt, dass Metall, sag ich mal, jetzt nicht die beste, um gegen so eine Maschine zu gewinnen. Zumindest nicht gegen diese Maschine. Nicht gegen diese Maschine. Und wenn ich eins gelernt habe über so mechanische Geräte, so auch im Alltag, dass Flüssigkeiten der eigentlich nicht so gut tun. Also und ich habe hier noch einen Krug Wolfschnaps bei mir. Du? Deswegen. Go for it, und der schreit ja immer quasi, der, und vielleicht möchte er auch einfach, vielleicht ist er einfach ein bisschen durstig. Und stille seinen Durst.
Und ich möchte quasi. Diese Logik. Ich möchte quasi. Ich möchte ihn abfüllen. Okay. Aber wie? Genau, ist die Frage, wie ich das anstelle. Also, ich glaube. Ich möchte ihn abfüllen. Also, ich komme erstmal an, flirte erstmal ein bisschen. Also, nur, dass jemand. Das ist jetzt nicht exakt so wie das Bild hier. Ja. Aber es geht ein bisschen in die Richtung, nur, dass ihr ein Gefühl bekommt, womit ihr es zu tun habt. Ja. Junge, das ist doch super sympathisch. Also, der sieht aus wie. Die haben übel sympathisch. Nee, also ich hab. Du hast wie ein fucking Raid-Boss. Ja. Ich würde gerne das trotzdem auf eine Art oder andere durchziehen. Ja. Ich verstehe, was ich vor mir habe, aber ich versuche quasi. Aber willst du es auf ihn werfen, dass quasi zerbricht? Nee, das würde ich nicht werfen, sondern ich will wirklich ihn mit einer Hand festhalten, mit der anderen quasi in sein Versuch, in diese Flasche Wolfschnaps. Wirklich. Du willst ihn festhalten. Also auf den Rücken. Ich will quasi so auf seinem Rücken quasi sein. Und dann, wenn ich mit der anderen Flasche die Hand. Okay. Ja. Ich kann den dann nicht mehr angreifen, ist dir klar, ne? Ja. Was ist dann drauf? Werden wir sehen, was passiert. Okay. Also. Ja, ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Wer weiß, was es so mit der Mechanik macht und vielleicht, oder ich glaube auch Sand wäre keine schlechte Idee, weil es dann wahrscheinlich jeder kennt. Hast du Sand dabei? Also ich kann dir jetzt schon sagen, in dem Raum selber wirst du nicht sehr viel Sand finden. Nee. Keine Topfpflanzen oder so, wo ein bisschen Erde drin ist? Ich habe. Guter Punkt. Ich habe eine Beutelration. Aber nein, habe ich nie beschrieben, soweit ich weiß. Ich kann mich auch nicht erinnern, deswegen frage ich. Ja, das wäre auch komisch, weil es unter der. Ja. Wo kriegen die Sonnenlicht her? Ja, aber ich versuche einfach zu denken, was gegen so ein mechanisches Wesen. Du, ne? Und deswegen würde ich gerne meine zweite Frenzy-Attacke mit einem Sprung auf seinen Rücken starten. Okay. Das ist jetzt ein bisschen kompliziertes Manöver. Ich würde sagen, aber wir versuchen das mal irgendwie in die Regeln zu pressen. Du willst auf seinen Rücken springen direkt. Ja. Ich würde sagen, da ist auf jeden Fall ein Grapple-Check drin, weil du musst irgendwie durch seine Verteidigung durch und du musst auch einen Jump-Check machen, wenn du gleich auf seinem Rücken landen möchtest. Acrobatics? Erstmal. Athletics 6. Mach mal einen Acrobatics-Check tatsächlich, weil das ist mehr eine akrobatische Frage. Acrobatics 3. Ja. Das war quasi auf meine. Du würfelst einfach und rechnest plus 3. Das ist eine 15 plus 3, das ist eine 18. Nice. Okay, mach mal einen Grapple-Check. So. Eine 12 plus Athletics 6, eine 18. Gute Würfe. Ja. Das kann man machen. Ich halte es immer noch für einen Wahnsinn. Aber du? Vielleicht gefällt es mir. Ich würde niemals mit einer Maschine ringen. Das ist insgesamt eine 18, ne, beim Grapple-Check. Ja. Also du springst hoch. Ach Mann, ey. Weißt warte du nicht, doch ich mal kenne, ab. Ich kenne, wie du die Sätze anfängst. Warte doch mal ab. Du springst hoch, du bist so, du bist wirklich dabei, über ihn rüber zu kommen. Ja. Ja? Und greifst dann auch nach ihm natürlich. Ja. Und du merkst, dass er mit einer Hand lässt er diese Fackel fallen. Ja. Und er greift dein Handgelenk. Und es ist ein bisschen so ein Gefühl, als hätte eine mechanische. Ja. So ein Schraubstock? Schraubstock sich um dein Handgelenk geschwungen. Ja. Und er reißt das runter. Du verlierst das Gleichgewicht und landest aber trotzdem auf deinen Füßen neben ihm. Na gut. Aber. Und ihr steht jetzt ziemlich nah beieinander und guckt euch einfach an. Ja, okay. Hallo. Hi. das war meine zweite Frenzy-Sache. Das war meine Aktion. Ja. Aber nichts. Genau, ihr steht jetzt Nase an Nase in einer sehr seltsamen Situation. Aber war er wenigstens kurz verwirrt? Hat er damit gerechnet? Oder. Kann das Ding verwirrt sein? Locker nicht. Du hast bisher keine Emotionen wahrgenommen. Ja. Also außer dem Geräusch, was er gelegentlich macht. Schon wütend. Man muss aber sagen, wirklich Glückwunsch an die Handwerksgilde. Das ist ein Masterpiece. Ja. Muss man wirklich. Also ist er einfach so wütend, weil alle tot sind und er denkt, dass wir sie umgebracht haben. Oder der hat so einen Wutknopf. Das ist möglich. Ja. Auch einen Wutknopf. Vielleicht, wenn du irgendwie so eine Weste von einem der Gnomen anziehen würdest, vielleicht denkt er, du bist einer der. Und dann lässt er ihn so ruhig. So einen Scheiß. Okay, ihr steht sehr nah beieinander, ne? Und die Statue versucht einen Schritt zurück zu machen, stößt aber dabei hinten gegen den Tisch, der hinter ihm jetzt ist. Ja. Und er reißt so seinen Hammerarm hoch mit dem Hammer, aber es ist halt alles durch diesen Tisch so ein bisschen komplett blockiert. Komplett klamm sie, der Typ. Und er schlägt nach dir und du weichst aus. Okay, ja? Cool. Er kriegt es nicht so richtig getargetet. Okay. Der nächste dran ist Faruk. Ich rufe von hinten, fass das Ding nicht an, weil ich mir Sorgen mache. Du würdest doch auch nicht mit einem LKW ringen. Das ist so ein Ring nicht mit Mechanik. Also wir haben schon gegen Riesen, ich habe gegen Riesen-Oger gegrappelt. Das war aber auch schon ein bisschen, ich würde gern shattern. Okay.
Ja. Du musst jetzt wieder sehr aufpassen, weil sowohl Markus als auch er stehen sehr nah an dem Ding dran. Aber das ist ihm ja, ich würde es eher auf den Tisch genau scheppern. Wenn du es auf mache den Tisch Idee kaputt. Der Tisch geht dann kaputt auf jeden Fall. Plus, da ist ja vielleicht noch was in den Getränken. Vielleicht spritzen Flüssigkeiten in Zahnräder. Ja, ja. Oder euch in die Augen. Oder uns in die, ja. Mach die Augen zu. Okay, dann shatter mal los. Dann rufe ich Augen und Mund zu. Das war eine gute Idee, so shattern mit Augen zu. Okay, du musst ja erstmal dagegen dann auch noch. Ja, ja. 4, 6, 8. Naja, 11. Oh, ich würfel leider sehr, sehr gut heute. Brudi! Es ist leider geschafft. Naja, 11 durch 2, 5,5, also 6. Und damit bin ich out of good spells. Scheiße. Jetzt kommen wir wieder zu Pissspells. Okay, also, du zentrierst deinen Shatterspruch so, dass er im Prinzip, ja, an einer Kante vom Tisch ist sozusagen, sodass es halt nur das Monster trifft, nur dass die Statue trifft und nicht deine beiden Kumpanen. Eigentlich müsstest du es dann ziemlich in die Mitte vom Tisch packen tatsächlich. Ja. Der Tisch bricht in 1000 Teile. Also es ist einfach so, als hätte jemand mit einer gigantischen Axt auf diesen Tisch eingehauen. Der bricht einfach in der Mitte komplett durch. Es fliegen Holzsplitter durch die Gegend, es fliegt Teller fliegen durch die Gegend, Krüge und so weiter. Ich würde sagen, macht mal einen Reflex-Save bitte. Eine 8 plus, da kriege ich doch bestimmt, kann ich meinen. Was geht denn da drauf? Acrobatics? Acrobatics. Entschuldigung, das ist Dexterity. Dann auch plus. Der Dexterity guck mal auf deinen Dexterity Save, weil mein Dexterity anders Save sein. War. Ist wahrscheinlich gleich. Hier, genau, der ist auch Dexterity 3, genau. Also ich habe eine 11 knapp über. Ja, ich habe eine 20. Okay, also, und Markus, ganz kurz. ja. Du kriegst Scherben ab und Markus kriegt auch Scherben und Splitter ab von dieser Explosion. Mhm. Es ist nicht so dramatisch. Ich mache jetzt nur mit einem ganz kleinen Würfel hier mal. 14. Okay, es ist dramatischer, als ich dachte. Kannst du aufhören, so zu würfeln? Ich weiß nicht, was los ist. 4 durch 2, du kriegst 2 Punkte Schaden davon. Markus kriegt 4 Punkte Schaden davon. Bei 25. Noch keine Sorge. Ja, aber ich hatte gerade noch 38. Ja, nee, es geht auch schnell bergab. Ja, genau. Also das explodiert und das Vieh nimmt definitiv Schaden davon. Ja. Also hinten fängt langsam an, alles so ein bisschen aufzureißen. Eine Platte ist schon so eingedellt, dass jetzt da drin auch so kleine Rädchen und so weiter zu sehen sind. Und so im Prinzip wie so Kolben, die halt, also wie so ein bisschen wie so Dampfkolben, wo halt wie so eine Lokomotive, wo das so angetrieben wird. Und bei Markus, der hat jetzt ein paar Splitter abgekriegt und wendet sich so ab und hat so sein Schild oben so. Ja. Und du kriegst halt auch so ein paar Sachen, macht kleine Splitter, die dir im Arm stecken bleiben und so weiter. Was hatte ich gesagt? 4, okay. 97, gut. Markus ist dran. Er erholt sich von dieser Explosion halbwegs und richtet sich so wieder richtig auf und nimmt sich zusammen und greift wieder die Statue an. Das war genau Kante. Okay, jetzt fange ich an, die Ivan zu würfeln. Nein, okay. Er haut daneben. Markus, was ist denn los, sag mal? Wirklich? Du hast hier gegen Zombie-Dings hier gekämpft. Hört ihr einfach auf, mit dem Ding zu ringen? Ich bin auf seiner Seite. Okay. Ich rufe mich von hinten. Rückenplatte offen, Flüssigkeit rein. Weiß ich nicht. Erstmal, ich bin dran, ne? Ja, du bist dran. Ich sag zu Faruk, Frau, kannst du auf Zwergisch, vielleicht hört der Golem auf Zwergisch, kannst du vielleicht auf Zwergisch irgendwas sagen? Ich sag dir. Ja, was? Entschuldigen Sie bitte. Ihr könnt nicht sind, so viel reden. Wir sind nicht Feinde. Entschuldigen Sie bitte, wir sind keine Feinde. Der Kopf von der Statue ruckt einmal kurz zu dir rüber und du hast das Gefühl, es richtet sich auf dich aus und fängt an, sich in deine Richtung zu bewegen. Einfach schon, wir sind Feinde. Oder ich bin da. Wirklich jetzt? Ja. Geht er jetzt auf ihn los? Naja, ich meine, weil er Zwergisch gehört hat, ist doch eigentlich. Du weißt nicht, kein schlechter Gedanke gewesen. Nein, überhaupt nicht. Ja. Aber du weißt ja nicht, wie das Ding funktioniert. Ja. Das ist ja echt komisch. Hätte ich nicht gedacht, vielleicht bringt es was. Aber wenn sich umdreht, kannst du dir mal was in den Rücken kippen. Ja, das ist wirklich keine schlechte Idee. Dann du weißt auch nicht, ob es eine Aggression ist. Es wendet sich ihm jetzt einfach zu. Ja. Es hat ja noch gar nicht seine Runde. Also. Okay. Dann sehe ich quasi diese leicht defekte Platte hinten mit diesen Pumpen und Schläuchen und nehme immer noch meinen Wolfschnaps in der Hand. Ja. Versuche ich mich diesen Moment zu nutzen und quasi das da reinzukippen oder gegenzuwerfen. Ich meine, okay, dann mach mal einen Dexterity-Check bitte. Ja. Aber was machst du? Also ein Geschicklichkeitswurf. Das ist ja schon unterschiedlich. Hier ist das Ding, wenn ich sehe, dass er abgelenkt ist, dann würde ich quasi, die Distanz näher. Kommt ganz drauf an, wie sich der Golem benimmt. Also
wenn ich sehe, er läuft dir jetzt gegenüber, dann laufe ich bis ganz nah dran und dann kippe ich das da rein. Wenn ich aber sehe... Der macht ja noch nichts, du bist dran. Du musst jetzt aus deiner jetzigen Situation handeln. Momentan hat er sich nur umgedreht und ihn angeguckt. Dann, wenn ich jetzt auf ihn zulaufe, kassiere ich wieder eine. Du bist schon direkt neben ihm. Ah, okay, dann kippe ich das Ding rein. Das ist eine 15. Okay. Was plus ist Dexterity ist eine 3. Das sind 18. Eine 18. Okay. Nice. Du kippst... wie willst du das machen? Möchtest du das kaputt machen sozusagen? Also reinschmeißen, dass es kaputt geht? Oder willst du tatsächlich so das kippen? Wenn ich das gegenwerfe, da zerbricht das, glaube ich nicht, dass hier Flüssigkeit reinkommt. Ich würde quasi... Ich würde das Gegenteil behaupten. Echt? Na ja, klar, vor allem außerdem kommen da noch Splitter mit rein. Das ist ja auch nicht gut für die Mechanik. Ja, absolut. Aber... Auch, ich verstehe, ich weiß ja, dass ihr mir helfen wollt, aber eigentlich hätte ich das andere gemacht. Dann mach das andere. Nee, aber jetzt wäre ich eigentlich... Nee, ist ein guter Punkt. Aber es ist eigentlich fair, wenn wir das dann richtig spielen. Ja. Okay, also du stehst daneben und machst so, ganz hektisch. Ich drehe es an, dann geht's schneller raus. ja, leider. Ich meine, das war mein erster Gedanke. Okay. Ja, gut, es zischt. Und du merkst halt, dass in dem Ding eine relativ große Hitze ist. Das ist auch Teil dieses roten Lichtes, was da rauskommt. Ja. Jetzt, wo die hintere Platte ab ist, merkst du es richtig, weil deine Hand da jetzt rankommt, dass da drin eine feuerartige Hitze ist. Mhm. Und das, was du da an Getränken versuchst reinzukippen, verdampft im Prinzip. Echt? Da weiß ich nichts. Na, es macht und dann ist es aber... Aber ihm scheißt auch nicht zu stören, er ist nicht so... Oh, interessant, damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich dachte... Geht auch, dass es irgendeine Konsequenz hat. Aber ich habe ja noch Frenzy. Ja. Deswegen schmeiße ich nochmal die Flasche gegen seinen Kopf. Oder gegen irgendwas. Du schmeißt die Flasche gegen seinen Kopf? Ja, ich will, dass die Scherben in sein Gesicht was antun. In sein metallernes Gesicht. Okay. Ja, oder es ist ja nicht komplett immer dicht anscheinend. Anscheinend gibt es ja auch Lücken und Dings hier. Wer weiß, was so. Ja, jeder hat schon mal einen Staubkorb. Wisst ihr, wie so ein Staubkorb. Also allein schon so ein Staubkorb. Die meisten sind ja keine Golems. Ja. Nein, ist okay. Nein, ist okay. Also du schmeißt die Flasche gegen seinen Kopf praktisch. Ja. Okay, mach mal einen Dexterity-Wurf. Eine 11 plus 3 sind. Ich stehe auch wirklich davor. Ja. Ist 14. Okay. Er weicht dir aber trotzdem aus. Weil jetzt wirklich auch, so? Ja. Was? Ne, du stehst direkt vor ihm und machst so. Also es ist genauso, als würdest du ihn versuchen, ins Gesicht zu schlagen. Scheiße. Nee, so. Ja gut, dann schade um den Schnaps, ehrlich gesagt. Ja. Aber bisschen, ne? So ist uns geht's ja finanziell gut. Achso, warte mal ganz kurz. aber von der Sichtlinie her... Krieg ich das Ding an den Kopf, ja, oder was? Ja, es ist nicht unmöglich. Ich muss sagen, wir haben es nicht klar gemacht, wo wer steht. Wir haben es skizziert. Ich weiß auch. Also, aber Jonas hat schon recht, du stehst sehr... Also es, in kann, Kopf. Es kann passieren. Würfel du einfach mal mit einem... du kannst es auch würfeln, wenn du möchtest, genau. Also wenn du ihm, wenn du ihm Verantwortung abnehmen möchtest. Ja, ich muss ja ausweichen. Sag einfach hoch oder niedrig und was ist gut für dich? Für mich ist hoch gut. Okay, wenn du niedrig würfelst, trifft dich das Ding. 9, knapp niedrig. Ja, okay. Also das Ding... Ach du Scheiße, da auch noch Splitter bei dir. Scheppert halt gegen dich. Es ist nur eine Glasflasche, es ist kein Drama. Oh, Ivan, würfel mal ein D4. Finde ich ein D8 für eine Flasche. Ja, ein D8 wäre ein bisschen ordentlich. Ja, dann geht's wieder los. Eine 1. Nice. Eine 1 plus deiner Stärke. Ach du Scheiße, das ist nicht gut. Plus 4. Okay, also 5 Punkte Schaden. Wow. Ja. Ja. Ja, du hast halt einen Arm. Du bist ein Baseballspieler. Wenn du was wirfst, dann tut es weh. Okay. Also ich sag mal so. Du weißt ja. Das größte Problem ist, dass meine Laune gerade wirklich hart Schaden nimmt. Ich bin genervt von dem, wie du dich demnächst. Falls ihr euch noch an die letzte Folge erinnert, Gumo hat Faruk gegen die Wand geworfen. Ja. Und jetzt wirft er ihm Dinger an den Kopf aus Versehen. Ohne Witz, ich rufe von hinten. Kannst du es einfach schlagen? Oh, jetzt auf Character. Kannst du es einfach hauen? Auf Character, wir wissen ja beide hier, wer das gerade. Nein. Ich habe euch eine faire Chance gegeben. Ja. Oh, damit bin ich übrigens bei 11 HP. Du hast ja noch deinen Heilstab und so. Du hast ja deine Magie. Ich bin richtig, wirklich, jetzt nicht so, aber mein Charakter ist richtig abgefuckt, wie dumm du das da gerade machst. Hä? Warum du den nicht einfach angreifst? Ja, weil ich auch mal ein spannendes ist mega spannend. Ich liebe diese Spannung. Ja, du hast gerade dreimal Shatter verkackt. Du hast keinen Shatter mehr. Aber ich habe wenigstens was versucht. Weil oh, hier ist ein Angriff. Er hat auch Schaden gemacht. Ich hab so viel Schaden. Ich habe mehr Schaden gemacht als du in diesem Kampf. Ja, dann mach doch weiter damit. Das ist gar
noch nicht wahr sein. Also technisch gesehen hat er ja mehr Schaden gemacht als du, weil er dreimal getroffen hat und du hast drei Aktionen damit verbracht, Dinge zu probieren, die nicht wirklich Schaden gemacht haben. Ja, aber ich finde, es waren gute Versuche. Ja. Ich bin richtig genervt. Ich habe gerade so eine Flasche an Schädel gekriegt. Also wirklich mit Wucht. Also ich gebe ihm die Schnecke steht da. Du wirfst das Ding auf das aus nächster Nähe, wirklich so aus einem Meter entfernt, versuchst ihm an den Kopf zu werfen. Er macht wirklich wie so eine mechanische Puppe. Macht er einfach nur so. Und das Ding fliegt halt an ihm vorbei und knallt halt ihm wirklich direkt zwischen die Fühler. Ich gebe die meiste Schuld, Frau, dass er da stand einfach. Ja. Natürlich. Ja. Warum auch an sich selber arbeiten? Gut, die Statue ist dran. Und die Statue geht jetzt auf Gummo los. Okay. Und macht einen Angriff. Und dieser Angriff trifft nicht. Gott bewahre. Haut daneben wieder. Ja. Also hebt seinen Hammer, versucht dich damit zu treffen. Du weichst aber jetzt relativ aus. Das ist kein. Und der nächste Schoran-Knochenbrecher, der so. Das ist ja immer. Hast du gerade Schoran-Trockenbecher gesagt? Nee, Knochenbrecher. Okay. Trockenbecher. Schoran-Trockenbecher. Fargus dran. Also ich würde meine erste Aktion gerne mit einem langen Seufzer beginnen. Ich lasse dir das als Bonus-Action. Du brauchst nichts anderes zu verbrauchen. So, vielen Dank. Ja. Das haben wir jetzt getan. Ich habe ja ehrlich gesagt gar nicht mehr so viele Optionen, muss ich wirklich sagen. Weil vieles, was ich hier als Bells habe, glaube ich, bringt nichts gegen Mechanik. Ich versuche vielleicht noch einen Hebel zu drücken. Vielleicht hört er dann auf. Es kommt noch ein zweiter Golem. Ja, ich drücke gar nicht. Ein riesiges Tor auf, wo 10 davon rauskommen. Nee, also nur nochmal für mich. Schaffe ich es in dieser Runde hier stehen zu bleiben, eine Armbrust zu nehmen, sie zu laden und zu schießen? Ja. Dann würde ich genau das machen. Das lasse ich, das geht. Ich mache genau das. Mhm. Dann nehme ich meine Armbrust und kann ich ihm so einen Rücken, ist mir der Rücken so zugewandt, dass ich versuchen kann, in den Rücken zu ballern? Ja, also die beiden stehen jetzt im Prinzip auf der anderen Seite vom Golem, so leicht schräg versetzt. Hm? Und das Golem steht eigentlich ziemlich genau mit dem Rücken zu dir. Dann würde ich gerne versuchen, weil sonst hätte die Flasche dich auch niemals treffen können, wenn ihr nicht auf einer Linie stehen würdet. Okay, dann versuche ich ihm in den Rücken zu schießen. Ja. 12 plus 4 ist 16. Das ist leider knapp daneben. Beziehungsweise es trifft ihn so an der Schulter, aber es boingt einfach so boink, ab. So ja, weil Mist. Es einen schlechten Winkel erwischt hat. Okay. Alrighty. Dann ist Markus. Markus greift einfach an, wie immer. Hoffentlich mal mit Markus wieder mehr Erfolg. Auf eine Art auch ein Macher. Ja, also. Er hat getroffen und jetzt bring mal den Bacon nach Hause. Den Bacon. Ja, das sieht gut aus. Speck. Genau, also jetzt hat Markus tatsächlich mal was richtig erwischt. Nice. Während dein Armbrustbolzen die Statue an der Schulter trifft und sie so kurz ablenkt, weil sie wieder in deine Richtung guckt, kommt er von hinten angerannt und rammt sein Schwert in diese Lücke rein, die da ist. Boah. Und das hat offensichtlich einen Effekt, weil die Statue einmal so richtig so macht und er zieht das wieder raus. Und das hat ordentlich Schaden gemacht. Nice. Man hört von hinten ein schleimiges Klatschen. Die Schnecke masturbiert in der Ecke. Okay. Achso, nee, warte, ich darf die Damage Reduction nicht vergessen. Fuck. Okay. Oh, ne, Lock-Off gegen alles Damage Reduction, ne? Das ist so, ach Mann, ey. Naja, Konstrukte haben oft gegen alle normalen Waffen. Ja, I know. Alle nicht magischen Angriffe. Ja. Das ist normal. Ja. So, okay. Ich hoffe, der droppt ein paar Epics. Okay, so. Der nächste dran ist Gummo. So. Schluss mit lustig, ihr habt vollkommen recht, es muss Damage gedrückt werden. Ich dachte, du willst ihm vielleicht nur ein Bein stellen oder so. Nee, das habe ich wirklich. Ihn doch. Das habe ich ja schon als erstes. Das war meine erste Aktion, die ich versucht habe, ihn zu fesseln. Ich mache auch nur Spaß. Es war bis auf die letzte mit der Flasche, war es auch alles nicht dumm. Ich finde, du solltest sein Ego untergraben. Ja. Sag ihm, dass er keine Chuzpe hat. Ich nehme die Figürchen der Hexe, diesen Schrumpelkopf und zeige ihn einfach. Gucken, was dann passiert. Nee, tue ich nicht. So, ich sehe, dass er langsam dass er auch Schwächen hat. Mhm. Ist ja nicht mehr dieser epische Golem, den wir am Anfang so eingeschüchtert, der uns alle eingeschüchtert hat, sondern Markus hat offensichtlich was angerichtet. Und genau da will ich anknüpfen und hole mit meinem Kerzenständer aus und versuche wirklich auf die gleiche Stelle oder wirklich, wo diese Platten aufeinander kommen, halt diese Stelle zu pieksen. Okay, dann würfel einfach mal. So, das ist hier eine 7 plus 6. Plus 6 ist eine 13. Das wird nicht reichen, mach aber mal deine zweite Attacke auf vielleicht. Genau, also du was ich komme einmal nicht durch, ich versuche mal nochmal eine zweite. Genau, also das schabt jetzt an der Rüstung entlang. Aber schon, also der erste Schlag war oben, der zweite ist nach unten. Das ist quasi so. Ach, du machst das wie ein Baseballschläger. Genau. Du stichst nicht, okay. So, das ist eine 16. Das hat getroffen. So. Nice, Damage. So, und jetzt würfe ich mal ein 8, das ist eine 7.
Nice. Plus 6. Plus 6 ist wieder eine schöne 13. Ich würde sagen, das hat gesessen. Nice! Ja. Nice! Guck mal, ja. Immer ja, also, so! Ja. Tatsächlich, dein erster Angriff kratzt an der Rüstung vorbei, aber die Statue kommt aus dem Gleichgewicht so für einen Moment. Und du stichst tatsächlich dann nochmal hier in dem Bereich zwischen dem Helm und der Brustpanzer, wo nur so rotes Licht zu sehen ist tatsächlich. Stichst du einmal richtig ordentlich rein und du merkst, dass du da definitiv was erwischt hast. Du hast da Schaden ausgelöst an dem Objekt. Jetzt fängt die Statue auch langsam an, so ein bisschen, nicht mehr so ordentlich auszusehen. Überall ist so ein, hängt hier und da, hängen so ein paar Schrauben. Sie fragt sich, wie sie da hingekommen ist. Genau. es ist alles nicht mehr, hier und da ist halt wirklich auch was eingedellt. Und so. Also es fängt jetzt langsam an, wie bei so Robot Wars, wo man dann sieht, okay, jetzt ist der Lack hier und da beschädigt und hier ist was eingedellt, da ist was eingedrückt, kann da noch ist links ein Loch sich drin. Drehen. Das ist so richtig, wenn da oben so eine Tribüne ist und die Leute zwei steuern den oder so. Und das ist eigentlich so eine Übertragung. Naja, also ich meine, wofür soll denn diese Gilde sowas auch gebaut haben? Ich frag's mich auch. Ja, das stimmt. Also es ist ein guter Punkt, wofür? Ja. Für Robot Wars. Ja, glaubst du, es ist ein Entertainment-Ding? Vielleicht. Da unten sind illegale Kämpfe. Warum laden die uns nie ein zu den illegalen Kämpfen? Ja, wir waren okay. Beide große Fans. Der nächste daran ist die Statue. Die Statue ist jetzt Sie haben auch ganz schön die hält auch eine Menge aus, ne? Ist nicht ohne, ja, aber ich meine Aber was haben wir erwartet? Wenn man schon klar. Wenn diese Tische so gut verarbeitet sind, dann wird die Statue Okay, also der Angriff auf Gummo sitzt. Ach, scheiße. Ich kann auch nicht, also, na gut. Ich habe hier Arme Klasse 18, ne? 17. Ja, das ist ja wogegen ich würfle, also das hast du ja schon. Ne? Scheiße. Okay, du nimmst 7 Punkte Schaden. So gut, Jonas. Heilige Scheiße. Ja. Nee, ich habe 2 Runden lang gar nicht getroffen. Das stimmt. Bei mir aber, ja stimmt, du hast recht. 7, dann habe ich jetzt, bin ich auf 18. Das ist auch langsam nicht mehr allzu viel, ne? Ja, also von 38 auf 18 ist schon relativ ordentlich. Nicht mehr, ohne. Mehr als ordentlich, ja. Ja. Ja, aber ich habe ja auch, ihr habt ja natürlich recht, ich habe da ein bisschen Scheiße gebaut. Haruk. Okay. Was tust du? Die Statue hat jetzt gerade wieder mit dem Hammer auf Gummo eingeschlagen und ihn dieses Mal am Oberschenkel erwischt. Ja, aber komm. Also Alter! Wir reden über einen Schmiedehammer im Prinzip, der dich auf den Oberschenkel schlägt. Also du machst es erstmal, humpelt 1-2 Schritte zurück. Aber die Rage hält dich halt aufrecht und die Rage sorgt dafür, dass du das nicht so krass merkst. du hast die 7 durch 2 geteilt, ja? Ja, habe ich. Okay. Nee, habe ich nicht. Hat er nicht. Das heißt eine 4. Eine 4. Ja. Dann 21. Okay. Armbrust in den Rücken, ne? Ja. Ich bin ja eher der schnörkellose Charakter. Und wir machen weiterhin schnörkellos. Sagt der Typ, der eine Perücke gerne trägt. Leider wieder nur eine 15. Okay, das reicht leider nicht. Er hat aber eine fucking hohe AC, ey. Ja, der besteht aus Metall. Ja, I know. Er ist einfach AC. Nur aus Rüstung gebaut. er heißt wahrscheinlich AC7 oder so. Genau. der Bolzen auch prallt wieder von der Rüstung ab, hinten von seinem Helm. Ich sag laut, noch einmal versuche ich's noch. Ja. Und landet irgendwo in einem Bücherregal. Ja. Du kannst dir nachher das Buch angucken, in welchem der drinsteckt. Welches ist ein interessanter Titel, wer weiß. Gute Art und Weise, Hints zu droppen für später. Nice. Holy, okay. Markus. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das geht. Was? Markus, musst du gucken, ob es einen höheren Wert gibt als 40. Joa. Markus hat einen Crit gewürfelt. Nice! Wow. Crit. Der erste Crit dieser Aufnahme. Ja. Oui. Na dann, Marki. Crit immer. Nice. Markus hat sich, glaube ich, gestichelt von mir gefühlt. Was macht er denn, ey? Okay. Das sind dann schon mal. Und dann. Ich würde schon gerne eine Zahl wissen. Na, einfach. Das darf man doch, aber also weil es ein Spielercharakter ist im Prinzip, ein NPC, kann ich euch sagen, er hat gerade 16 Punkte Schaden gemacht. mit einem Schwert. Alter. Ich habe gut gewürfelt. Die Sache ist natürlich, es wird trotzdem halbiert. Na klar. So. Aber ich hätte gerne eine sexy Beschreibung dafür, wie er sich einen abkrittet. Ich muss erstmal ganz kurz das hier noch abziehen. Da jetzt. So, Rage oder so? Markus kommt von der Seite angerannt und hackt einmal richtig, also mit 2 Händen hat er das Schwert in der Hand, er hackt einfach mit voller Kraft zu. Ah, ne, er hat ein Schild, nein, das geht nicht. Er hackt mit einer Hand Schild fallen. Richtig krass zu und hackt dem Konstrukt die nicht benutzte linke Hand ab im Prinzip. Also der versucht damit zu blockieren und er hackt ihm einfach hier so. Was kommt da raus? Was sehen wir? Oh mein Gott. Rote Energie strahlt da raus. Rote Energie? Ja. Das heißt, da gibt es gar nicht so Schläuche oder so? Anscheinend nicht.
Das heißt, von irgendwas wird das Ding betrieben. Ich will diesen Seelenstein. Von Rot. Nee, ich will diesen Seelenstein looten, von dem er betrieben wird. So geil, dass du denkst, dass dafür eine Seele verwendet wurde. Ja, auf jeden Fall. Oder irgendwas muss es betreiben. Gepresstes Benzin. Gummo ist dran. Ich gehe wieder, ein Arm ist ab und ich versuche mich auf den anderen zu konzentrieren. Okay. Das ist der Arm, ja, da, wo ehemals die Fackel drin war. Mhm. Okay. Ja. So, das ist eine 18. Ja. Lecky! Das hat getroffen. Das heißt, ich würfe mal Schaden aus. Komm. Das ist eine 5. Plus 6 ist 11. Ja. Zweiter Schlag. Was passiert beim ersten Schlag? Also es lebt noch. Mach erstmal den zweiten Schaden noch. Okay. Das ist eine 14. Plus, Plus 6. Plus 6 sind 20. Das trifft. Nice! So. Und das eine 5. Nochmal 11. Nochmal 11. Aber warum nicht gleich so? Ja, schön, aber einfach nur Stichi, Stichi. Okay. Ja, ich will mich auch irgendwie entwickeln. Stichiater. Du kommst jetzt angerannt, nachdem er dir gerade auf den Oberschenkel gehauen hat mit dem Hammer. Und rammst ihm zweimal einfach mit extremer Gewalt in den Brustkorb rein. Mhm. Und dieses Mal stichst du durch. Also ist es wirklich, nice. Das ist schon eingedellt gewesen und so. Da war schon vorher Schaden dran gemacht. Und jetzt gehen wirklich die drei Zacken komplett rein. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal noch mal etwas mehr und du kannst ein bisschen drehen und aufmachen, sodass diese Löcher größer werden. Ja. Wie wenn man so eine etwas dünne Blechpackung oder sowas anfängt, so ein bisschen aufzureißen. So sieht es aus, rotes Licht strömt daraus, also so diffus, das ist jetzt nicht in so scheinwerfermäßig, sondern halt so, es leuchtet. Und du hast definitiv richtig Schaden gemacht. Die fängt jetzt an, auch sich komisch zu bewegen. Die Bewegungen werden abgehakt, das macht so komische Ruckler. Das Ding wird immer mehr Techno. Rotes Licht, abgehakte Bewegung. Es fängt an, dieses Popping zu machen. Können wir anfangen zu tanzen dazu? Ihr könnt den gefangen nehmen in diesem Zustand, dann habt ihr für immer Festivals Beleuchtung. Wir nehmen ihn einfach so mit. Wir kommen überall hin und sind so. Ja. Alle feiern es ab. Aber vorher ist es noch einmal dran. Mein Gott, das ist aber wie gesagt. Was kann denn da noch rauskommen? Knockout-Time. So ein Platin-Album. Da kommt jetzt so ein Desperate Punch, so ein Haymaker kommt da. Den sieht man doch. Für ein Album. Der geht ja auf mich wieder los. Der hat ja, nie wird ja auch anderer hier. Ich bin so weit von dem weg. Doch, tatsächlich hat er sich dir und Markus gleichzeitig jetzt praktisch, er hat jedem von euch eine Attacke gedrückt. Ist auch interessant, er bewegt sich jetzt schneller als vorher. Aha. Er macht nicht nur eine Attacke, er macht jetzt zwei. Das sind die letzten Energieschübe. Und die sind sehr abgehackt und sehr schnell und auch ein bisschen unkoordiniert und deswegen treffen sie euch leider nicht. Leider fehlt. Ich dachte vielleicht deshalb, weil wenn man es nicht, das weißt du, was ich meine, weil wenn es so zack und dann denkt man es vorbei und dann kommt es trotzdem. Kann auch gefährlich sein, sage ich nur. Ja. Gut, aber freue ich mich, dass er diesmal nicht getroffen hat. Fark ist dran. Ja, ich rufe von hinten, naja, ich schieße dann weiter drauf, ne? Vielleicht gehen die Pfeile ja jetzt durch. Nach Markus bin ich dran. Nee, ich war gerade dran. Du hast gerade zweimal Schaden gemacht. Entschuldigung. Ja, dann, ne? Pfeile, rufe ich von hinten. Pfeile. Bolzen. Ja, ne? Das war eine 9 plus 4, 13. Ich fürchte, auch dieser. Ach Mensch, warum geht. Das hätte ich jetzt ja nie gedacht. Und landet wieder irgendwo in irgendwelchen Büchern. Na, aber einmal, ich glaube, ein letztes Mal versuche ich es noch. Ja. Irgendwo steht so ein weinender Bibliothekar. Markus ist nochmal dran. Das ist so ein Family Guy Gag da hinten schneiden. Okay. Ja, Markus kritet nochmal. Okay, nee, er hat gerade eine 1 gewürfelt. Oh. Ich überlege nur gerade, was ich damit mache. Er nimmt oder er gibt. Nee, muss man wirklich sagen. Gerade nimmt er wieder. Ja, dann lasse ich den mal die Statue mal eine Bonus-Action machen. Mhm. Gut, glücklicherweise auch nichts. Markus haut daneben, weil dieses Ding sich so extrem ruckelig bewegt, haut er halt daneben, man merkt, also er haut richtig auf den Boden drauf im Endeffekt, ne, weil er so daneben haut, dass sein ganzer Arm vibriert, weil er den Boden so hart trifft. Oh, das tut ganz doll weh. Ja, das ist super unangenehm. Ganz eklig. Und die Statue schlägt einmal nach ihm, aber mit ihrer abgehackten Hand. Also das hat offensichtlich nur nicht nachkalkuliert und trifft ihn deswegen nicht, weil die Hand kürzer wollte ist als vorher. Wollte ihn so bitch-slappen. Ja, wollte ihn so wegslappen. Der nächste, der dran ist Gummo. Jetzt wird, das ist das Ende von diesem Golem. Ja, jetzt wird in die Hände gespuckt, dann mach mal. Eine 6 plus 6 ist 12. Nope. Dann, Mann, ich darf das immer nicht so gut ankündigen. Wenn ich das so nicht sage, dann wird's gut. 14. Jawohl. Das trifft, ja. So. Dann mach mal den Schaden dafür. Das ist eine 3 plus
6 und 9. Geteilt durch 2 sind 4. 4,5 auf Runden 5. Oh Mann, ey. Wäre der nicht aus Metall, wäre ja schon längst... Wirklich? Ja, also du stichst nochmal in die Brust rein, du kriegst nochmal 3 richtig ordentliche Löcher da rein in den Brustpanzer, noch mehr rotes Licht strömt raus. Die Kreatur... Und ich bin so, gefällt dir das? ...brüllt dich nochmal an. Ja, also und ja. Jetzt gucken wir mal. Oh, es explodiert eh. Du hast einen AC von 18, ne? 17. 17, okay, dann... Gut. Die hält... Dein Kerzenständer fest? Kann sie nicht, der Arm ist kaputt. Okay, tut sie nicht. genau, also du stichst ihr rein, sie brüllt dich trotzdem an, drückt gegen den Kerzenständer, um näher an dich ranzukommen und schlägt mit dem Hammer zu und trifft dich auch. Was? Für 9 Punkte Schaden, die du durch 2 teilen musst. Uiuiui. Also 5. Das ist echt heftig. Aber also sie hat sich ja selbst Damage, weil sie ist ja weiter in den... Ja, weißt du nicht so genau, ob das so funktioniert, aber auf jeden Fall hat es sich näher an dich rangedrückt und dann nochmal Schaden gemacht. Wenn etwas drin ist und man dann... Also, wie kann das denn nicht mehr Damage machen? Das ist ja auch ein magisches Wesen. Was weiß ich schon? Ich weiß nicht mal, ob es magisch ist oder nur mechanisch. I don't know. Faro bist dran. Schieß doch einfach nochmal. Das wäre so gut, wenn du jetzt Kills stehlen würdest. Ich hab dir keinen Schritt gegeben für deine 3 Pfeile jetzt. Naja, das sind ja wenigstens ehrliche Versuche von Schaden. Ich hab ja nur Pech. Ich Pech glaub, mit. Naja. Nee, aber weißt du was? Ich würde mich gerne einmal im Kreis drehen, 3-mal klatschen und gucken, ob das was bringt. Mhm. Ich renne zu Gumo und heil ihn. Ja? Ja. Okay. Ja. Weil das wird ja auch langsam ein bisschen. Du hast hier übrigens was immer. Dankeschön. Das ist das Blut von diesem Golem. Nee, das war Karamell, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, der Golem besteht aus Karamell in meinem Kopf. Also, ich ein D8. Für die Ladies zu Hause, Ivan hat oft Karamell in seinen Lippen. Das ist ein süßer Typ. So, ich heile ihn für 7 plus 3. Oh, nice. Das war sehr, sehr stark. Vielen Dank. Ja. Ich hoffe, das hat ein bisschen was gebracht. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt wieder bei 23. Nice. Nee, wie viel? 7 plus? 3, 10. Also 10, nee, dann bin ich bei... 26. Oh, da sind wir wieder. Ja. Okay, das war deine Aktion, ne? Mehr ja, kann ich mehr kann ich. Ich fange an, Liegestütze zu machen. Finde ich so gut. Markus versucht es nochmal. Mal sehen, ob er ein bisschen Glück. Oh, er trifft. Er trifft. Und er macht nicht genug Schaden, um das Ding auszuknipsen. Meine Fresse. Nee. So. Das bedeutet, Gummo ist dran. Gummo hat jetzt eine Chance, das Ganze zu beenden. Ich mache Reckless Attack. Ja, okay, dann kriegst du Advantage. Also, ich sehe quasi, das ist schon... Also ich ja, spüre... Ja, du siehst auf jeden Fall, dass es sehr viel Schaden genommen hat. Der eine Unterarm fehlt, es fängt an überall... Hat Reckless überall Attack Löcher ist auch wirklich... So. Mache ich nur, wenn ich merke, dass es geht schon. Genau, also die Sache für euch zu Hause auch, Reckless Attack bedeutet, er kriegt einen Vorteil auf seinen Angriff, aber jeder andere kriegt in der Folgerunde dann auch einen Vorteil, um ihn anzugreifen. Genau. So. Aber die Hoffnung ist natürlich, dass es dazu gar nicht kommt. Genau, vollkommen richtig. Deswegen... Cooldowns an. Das eine 11... Ja, das reicht nicht. Das ist eine 5. Das reicht auch nicht, okay. So. Dann hast du aber trotzdem noch eine zweite Attacke. Zweite Attacke hast du ja noch. Genau. Und die ist auch reckless dann in dem Fall. Das ist eine 1. Okay. Ja, nochmal. Komm, Gumo. Und das ist eine 6. Das wird leider... Wow, okay. Das ist Worst-Case-Szenario in dem Fall. Ja, in 4 Würfen, das nicht, ist leider sehr, sehr Pech. Okay, dann ist jetzt das Golem dran. Oder die Statue, sollte ich sagen. Und die hat jetzt auch Advantage, um dich anzugreifen. Ja, okay. Die erste Attacke trifft. Du kriegst einmal 11 Punkte Schaden, durch 2 sind 6 Punkte Schaden. Uiuiuiui. Und zweite Attacke. Das ist ja meine Aufgabe als Papa, Schaden zu nehmen und zu geben. Mehr kriegst du aber nicht. Okay. Genau. Also, du gehst in vollen Hulk-Modus und greifst mit absoluter Rücksichtslosigkeit, ohne Rücksicht auf Verluste, sollte man sagen. Das ist genau die deutsche Formulierung dafür. Absolut. Greifst du an, du stichst immer wieder auf ihn ein, die Statue weicht dir so halb aus. Manche Sachen werden auch von der Rüstung irgendwie abgefangen, von dem Schulterteil oder was auch immer. Es geht nicht so richtig durch. Und die Statue weicht deinem letzten Angriff aus, dreht sich zurück und haut dir den Hammer einmal nochmal auf den anderen Arm drauf. Mist,
Die beide, also die meisten an Extremitäten sind jetzt grün und blau geschlagen schon davon, obwohl er natürlich die Zeilen auch wieder was reduziert hat. Mhm. Aber du bist noch kampffähig und das Golem sieht immer noch ziemlich, ziemlich schlimm aus. Jetzt ist die Frage, was macht Faruk? Come on. Ich würde gerne den Kill stealen. Ja. Und meine Armbrust nehmen. Ja. Und jetzt da voll rinschießen. Mach. Und danach so tun, als wäre das alles mein Verdienst. Oh Gott, es wäre so funny. Wenn Schuss Nummer 4 endlich trifft. Und ich meine, ist das. Sag mal ganz kurz, kann ich nicht Lucky verwenden dafür auch? Ja. Dann würde ich jetzt auch mal Lucky jetzt anwerfen. Kannst du dafür, glaube ich, nehmen, ja? Gut. Hm? Der ist ja schon halb tot. Es ist jetzt wirklich notwendig, Lucky zu benutzen. 18? Aber jetzt musst du. Nee, Lucky bedeutet, dass du. Noch ein D6 ist. Nee, das war Bardic Inspiration. Genau, Lucky ist, ich habe Advantage. Ja. Ich kann es also noch. Aber ja, brauchst du nicht. Du hast doch, ich will eine 20. Okay, okay, du willst einen Crit würfeln. Ich bin. Das ist so. Okay, eine 9. Also okay. Ich hab, so lächerlich. Ich hab dich gerade am Leben gehalten. So lächerlich ist das. Ja, ohne gar nicht. Die 6 Punkte hätte ich auch so noch am Leben. Dann wirst du halt nie wieder geheilt, ganz einfach. So, ein D8. Eine 6. Ja. Eine 6, durch 2, während du hast keinen anderen Bonus drauf, ne? Während 3 Punkte. Ich habe leider nur das. Ja, du haust ihn genau auf 0 runter damit. Also, er heilt dich, ihr habt diesen krassen Kampf zwischen euch beiden, wo die Statue dich anbrüllt mit ihrem roten Licht und du brüllst die Statue an und ihr prügelt und schlagt aufeinander ein und du kriegst ein bisschen Schaden. Und er kommt einfach um dich so herum geschlurft und schießt der Statue direkt zwischen die Augen. Der Bolzen. Ja. Durchschlägt tatsächlich ausnahmsweise den Helm und das Licht erlischt und die Statue fängt so an, einfach so in sich zusammenzufallen. Krass, ey. Ich halte meine Armbrust so und lass sie fallen. Ja, ja die Scouts sehen ja, wer auf den Sets steht, den Mist drin hat. Nice. Sehr gut. Sehr gut. We did it. Ich möchte diesen Golem looten. Ja, ich will auch mal. Okay. Ich bin am nächsten dran. Der hat tatsächlich einen Hammer. Den könnt ihr mitnehmen, ansonsten ist da nicht viel zu looten, weil es hat nichts, es ist einfach eine Statue. Was hat denn der Hammer für Werte? Der Hammer ist ein. Das ist ein besonderer Hammer. Kriegshammer. Das müsstet ihr rausfinden, ob das ein besonderer Hammer ist oder nicht. Also, sieht auf jeden Fall sehr schön gefertigt aus, also es ist eine meisterhafte Arbeit, kann also man nicht anders sagen. Also ich finde das, ich war beeindruckt, was für ein Damage man mit diesem Hammer drücken kann. Ja, aber das hat ja auch mit der Kraft zu tun, die dahinter ist. Stimmt, ne? Also wie bei dir auch. Du machst ja auch sehr viel Schaden dadurch, dass du einfach eine hohe Kraft hast. Interessant. Das wäre ein... Ah ja, okay. Jetzt muss ich mal gerade ganz kurz gucken, dass ich hier keinen Quatsch rede und dir das Falsche sage. Das ist, ja, also die Statue ist ja etwas größer, ja, als so der Durchschnittsmensch. Ist auch ein bisschen größer als du, Gummo. Mhm. Und das ist ein sehr großer Hammer, der spezial angefertigt ist. Und das ist für Menschen, würde ich sagen, ein Maul. Also das ist ein zweihändiger Hammer in dem Fall. Wow. Ja, ich habe ja quasi die Ogerkeule. Sexy. Hier. Fällt das unter die gleiche Kategorie? Die Ogerkeule ist nicht annähernd so gut wie das Ding. Deswegen würde ich gerne quasi die Ogerkeule da lassen und den Hammer mitnehmen. Ich weiß sowieso nicht, ob du die mitgenommen hast, weil es einfach extrem sperrig ist. Ich kann mich auch nicht, weil das ist ja riesig. Weißt du, was ich meine? Die ist ja übergroß. Also das ist ja fast so groß wie du. Die ist so groß wie du. Ja, wir haben auch irgendwie nie geklärt, wie viel man tragen kann oder wie viel man. Naja, doch, aber also so eine solche Sachen, davon gehe ich aus, dass ihr die nicht die ganze Zeit mit euch rumschleppt, weil es einfach ist, als würdet ihr einen Besen mit euch rumtragen oder ein. Oder ein Kerzenständer. Ja, ist auch für mich ein Andenken, ist für mich ein besonderer Moment. Ja, aber du kannst ja Sachen im blauen Fasan lassen. Ja, aber ich möchte diesen Hammer dann gerne mitnehmen. Den Hammer kannst du mitnehmen, der ist auch für Menschen handelbar. Ja. Der ist heavy und der ist two-handed. Er macht 2d6 Schaden. Uiuiui. Und dann halt natürlich deine Stärke da drauf. Alter! Ich guck noch mal kurz nach, was Heavy bedeutet. Nicht schlecht. 2d6 ist ordentlich. Ach so, das heißt nur, dass kleine Kreaturen damit ein Problem haben. Okay. Das ist stärker als... Ja, also prinzipiell ja. Ja, es ist halt noch die Frage, was mit diesem Hammer vielleicht sonst noch so los ist. Aber dazu müsstet ihr den genauer untersuchen. Und aber ich glaube, da habe ich, wenn ich mich nicht irre, habe ich da, glaube ich, keinen Spell für, der das kann. Na, du hast Identify erstmal. Ja, ich glaube, der hast, kann das nicht. Du hast Detect Magic. Und außerdem könnte natürlich ein Handwerksmensch das Ding untersuchen und feststellen, dass damit irgendwas Besonderes ist. Ja, ich würde jetzt natürlich erstmal so meine Bolzen aufsammeln, die ja vielleicht im ein oder anderen Buch stecken geblieben sind. Ja, die kannst du gerne aufsammeln. Das mache ich natürlich. Und ich ziehe so den Bolzen aus einem Buch und ich gucke auf dem Cover, auf dem was steht.
Lukas Zwergencuisine. Hm? Da sind die besten Zwergenrezepte der letzten 300 Jahre drin. Sofort ein. Ja. So ohne ist mit der Wimper zu zucken. Ist natürlich jetzt leider auch ein Loch drin. Das ist okay. Aber vielleicht kriegst du es trotzdem zusammen. Pack ich sofort ein. Der nächste Bolzen ist die Geschichte der Anthropomorphen. Hm? Da sind sehr viele Fakten drin über Tiermenschen aller möglichen Art. Hm? Und vielleicht gibt es ja auch ein Kapitel über Schnecke. Packe ich ein, sieht ganz gut im Schrank aus, werde ich nicht lesen. Du willst nicht mehr über deine Herkunft wissen? Nee, das okay. Ist einfach so wie so ein, wie so ein, wie so ein Werk von Grass. Da stellt man sich dahin, damit alle denken, man hätte Grass gelesen. Genau. Packe ich ein. Gut, wie viele Bolzen hast du noch? Ich habe drei verballert. Okay. ein Buch muss mir leider noch sag geben. Mal hoch oder niedrig. Hoch. Ja, okay. Das ist Gänsehaut. Du hast die. so ein ganz komisches. Du hast die Abenteuer von Lucius Goldzweig. Hm? Das ist eine gesammelte Edition. Da steckt komplett dein Bolzen so in der oberen Ecke drin. drei Bücher über das Leben eines ziemlich bekannten Barden angeblich. Oh! Ja. Oh, das sind ja tolle Bücher. Ich klaue ja alles. Ja. Eingepackt. Okay. Ja, nett. Und das ist eine vielleicht spannende Story. Was? Das sind die auch die erotischen Abenteuer von Lucius Goldzweig. Nein, die erotischen? Ja. Oh, geil, so ein bisschen Erotik-Romane. Der ist gut. Der ist ein Casanova gewesen. Nein, vielleicht kann ich da noch was lernen. Ja. Ich würde gerne noch den Helm des Golems unter. Gut, da ist jetzt natürlich ein Bolzen durchgeschossen, ne? Also, aber du kannst ihn gerne nehmen. Was ist das für ein Helm? Weil der sah ja schon krass aus. Das war wie so ein. Na, aber Jonas meint auch, wir sollen uns das nicht ganz so das was ist halt, vorstellen. Ja, was ist das für ein Helm? Also vielleicht am ehesten so ein klassischer römischer Zenturion-Helm. Mhm. Nur ohne die halt, ohne die ohne aber die trägst Krause. Du überhaupt einen Helm? Nee, aber vielleicht finde ich mich vielleicht wird es mal Zeit. Und ich würde gerne den abgehackten Arm mitnehmen. Ja, das ist jetzt nur noch, also Schrott. Das sind jetzt nur noch einzelne, also das hatte ja eine Integrität durch diese rote Energie, hat das irgendwie ja zusammengehalten. Kann ich herausfinden, wie, was diese rote Energie war? Das wollte ich auch nochmal fragen. Die ist jetzt weg. Aber kann man das Ding trotzdem untersuchen und herleiten? Sicherlich, aber das, also ihr nicht. Also ihr müsst jemanden finden, der sich wirklich mit sowas auskennt. Und ich würde sagen, am ehesten die Handwerksgilde, beziehungsweise die 10 Handwerksmeister sind wahrscheinlich. Die alle da tot sind. Wären die gewesen, die man gefragt hätte. Ja. Wer jetzt sowas kann, wisst ihr nicht. Okay. Ob es in der Stadt Glanwood überhaupt noch jemand gibt, der sowas bauen kann, ist so, die Frage. Wie jetzt. Kommen wir hier wieder raus? Ja, das will ich jetzt nicht. Ich würde gerne den wie Raum nochmal inspizieren und gucken, ob es irgendwelche noch weiteren Türen und Ausgänge gibt. Ja. Nee, Türen und Ausgänge, außer denen, die ich euch letztes Mal schon gesagt hatte. Also einmal gab es ja diesen kleinen engen Tunnel, der verwendet wurde mit einem Tablett drin, um Sachen von oben runterzubringen. Ja. Könnte ich mich da reinpressen? Möglich, dass du da gerade so reinkommst, aber es ist also selbst für dich, ich meine, du bist nicht klein, ne? Wir hatten ja vorher geregelt, also es gibt ja verschiedene Größenkategorien und ein Halbling zum Beispiel wäre klein, aber du bist definitiv größer als das, du bist mehr wie ein Zwerg, du bist stämmig auf deine Art und Weise, du hast auch einen Schwanz hinten. Das verbitte ich mir. Naja, du hast einfach diesen ich weiß. Ja, dein Körper ist halt lang und auch so ein bisschen dicklich. Ja, das verbitte ich mir. Und und deine Chancen steigen natürlich, dadurch, dass du schleimig bist, aber das könnte ein sehr unangenehmer Ritt werden. Also du könntest oben aufgeschabt und nackt ankommen, je nachdem, wie der Tunnel da verläuft. So, aber das ist ja auch für einen Roman. Ja, für dein erstes nackt. Album. Aufgeschabt und nackt. Aufgeschabt und nackt. So fühle ich mich heute. Sehen wir quasi noch einen weiteren Schreibtisch oder vielleicht, was sehen wir denn noch an Interieur? Die müssen doch irgendwie auch hier wieder rauskommen. Die müssen die können ja nicht immer nur die Rutsche nehmen. Ja, naja, nee, also es gibt ja einfach einen Ausgang wieder. Ne? Wie, es gibt einen Ausgang? Wir haben gerade gefragt, was noch wie, es gibt einen Ausgang? Da, wo ihr reingekommen seid, kann man auch wieder rausgehen. Aber da ist ja trotzdem die scheiß Rutsche. Ja, vielleicht gibt es da einen Trick. Irgendwie müssen die ja, weißt du. Vielleicht haben die so Saugnapfschuhe. Vielleicht hat der Golem die hochgeworfen einfach. Möglich ist alles. Was machen wir jetzt? Es gibt auf jeden Fall noch ein paar. Ich würde gerne den Raum auf jeden Fall noch so gut es geht. Ja, würde ich auch sagen. Gab es da noch ein paar sonderbare Platten? Macht man ein Investigate. Ja, es gab sonderbare Platten auf dem Boden, das stimmt. Das Rätsel haben wir auch noch nicht gelöst. Deswegen, mein Gott, bin ich schlecht. Zum Glück war das eine 18. Vorher. Also, das, und was hast du bei Investigation stehen? Bei Investigation habe ich eine wundervolle 0. Ich habe insgesamt 21. Investigation? Mhm. Okay, sehr. Jetzt habt ihr zum ersten Mal guten Investigation gewonnen. Ja, wirklich das erste Mal, ja. Ja, also, da jetzt durch die Explosion noch einiges ein bisschen hin und her geräumt wurde und auch viele Bücher aus dem Regal gefallen sind und so, findet ihr jetzt tatsächlich an einer Wand, da wo Bücher davor waren,
gibt es, also da ist so im Prinzip so ein ganzes Segment Bücher rausgefallen, das gar keine Bücher waren, sondern das sah einfach nur so aus. Ja, das ist so eine die Hälfte von einer Reihe ungefähr. So wie bei Höffner, das sind so Fake-Bücher. Ja! Genau, weil die wollten, dass sie intellektueller aussehen. Nee, und dahinter ist ein Schaltpult. Da sind diverse Knöpfe und so Dreherzahlen, also so Drehknöpfe. Boah, das ist schon einmal schief gelaufen. Ja. Und das ist alles auch irgendwie beschriftet, aber in so einer Techno-Kurzhand. Schon wieder eine Rätselkarte. Kannst du das lesen, was da steht? Ich versuch's natürlich. Was hast du für Sprachen nochmal? Ich habe Common, Zwergisch und Thief's Cat. Es ist tatsächlich, sieht es für dich aus wie ein alter zwergischer Dialekt, der da steht. Kann ich den lesen? Mach mal einen Intelligenzcheck. Das ist jetzt so ein bisschen so wie Mittelhochdeutsch lesen oder sowas. Oder Altdeutsch. Altdeutsch, würde ich auch gerade sagen. Intelligenz meinst du? Mhm. Habe ich nicht unfassbar viel. Nobody surprised. Huh! 14 plus 1, 15. Also du kannst so ungefähr die Hälfte davon, macht Sinn für dich. Ja. Es fallen Wörter wie Temperatur, es fallen Wörter wie öffnen, es fallen Wörter wie... lass mich mal überlegen. Temperatur, jetzt, öffnen. Luft gibt's auch. Mhm. Das ist ja auch so klassisch. Überhaupt, also die klassischen Wörter, ne? Die sagen nicht Temperatur, die sagen Hitze, Luft oder Feuer, Luft. Erde, Wasser. Wasser gibt's auch. Und dann, so ein paar Sachen, die du nicht verstehst. Ich gebe das genau, weil hier steht Feuer, Luft, Hitze. Wasser? Müssen wir vielleicht irgendwo eine Fackel anzünden und dann merkt quasi der... Also ihr habt momentan noch den Lichtspell auf den Raum, ne? Ja. Und dann habt ihr natürlich auch über euch immer noch diesen Kronleuchter hängen. Ja, den müssen wir vielleicht irgendwie anmachen. Können wir vielleicht... Dann drehe ich mal an so einem Regler, von dem ich denke, dass da Hitze steht. Achso, Licht gibt's auch, ja. Licht, also ich meine Licht. Dann drehe ich daran, wo Licht steht. Gut, der Kronleuchter geht tatsächlich an. Okay, interessant. Gut, dann ist es ja quasi offensichtlich so ein Thermostat-Ding. Also ja. Wenn die Zwerge sagen, uns ist zu kalt, müssen gerne ein bisschen mehr Wärme, dann kann man das... Was war da jetzt nochmal? Feuer, Luft, Wasser, Licht und dann ein paar nicht Wörter, Wasser, die du nicht kennst. Nicht Wasser, sonst schwimmen wir. Ja, das habe ich auch. Ich mach mal Luft an. Okay. Oh. Was heißt an? Also es ist ein Drehregler. Ja, erstmal so ganz leicht. Ganz wenig. Du fühlst einen leichten Lufthauch durch die... Wo kommt er her? Deswegen, ich drehe ein Ideechen mehr. Ja? Ein Ideechen. Es ist schwer, also eine klare Richtung. Du hast einfach das Gefühl, die Luft wird gerade ein bisschen frischer langsam. Es ist so wirklich so ein leichter, es zieht einfach ein bisschen. Es zieht, es ist zügig. Ja, es ist zügig. Ja. Aber ich bin ja voller Schleim. Ja. Und wir alle kennen das ja, wie das ist, wenn man hier als Kind oder Finger abgeleckt, um zu gucken. Und das bin ja ich. Oder ich bin aus dem ja Wasser quasi, kommt. Ich bin ja ein geleckter Finger. Dann mach mal, was ist das für ein Buch? Mach mal einen Wisdom-Check. Mach mal, Wisdom ist am ehesten. Ah, das war fast eine 15. Ja, ich weiß, leider nur eine 12. Gut, du würdest sagen, das kommt am ehesten, wo kommt das her? Von diesem Tunnel, wo ihr auch das Essen. Wahrscheinlich das der Luftzug, was auch immer. Natürlich, aber ich bin schon neugierig, was bei Wasser passiert. Ich würde glauben, dass sich der Raum mit Wasser füllt. Ja. Und, aber das ist ja irgendwie voll unpraktikabel. Ja. Also warum? Also du sagst mir das und mein Charakter ist so, nee, locker nicht. Und also ich drehe so ein bisschen Wasser. Ich kann Wasser richtig auf. Gut schwimmen. Also. Ich kann übelst gut treiben. Ja. Gut, an der einen Ecke vom Raum, wo ihr jetzt, also auch in der Nähe von diesem Dumbwaiter, will ich mal sagen, weil das auf Englisch so heißt, von diesem kleinen Fahrstuhl, wo man Essen hoch und runter bringt, da geht jetzt eine Luke auf und da ist offensichtlich sowas wie so ein Wasserspender oder sowas, also so ein Hahn, und da fängt an, Wasser rauszukommen. Ich gehe da erstmal hin und trinke ein bisschen was. Okay. Dann warte ich. Das wäre auch ein harter Kampf. Also ja, es ist wirklich schönes, klares, kaltes Wasser. Nice. Ja. So, wie viele Regler sind noch da, an die ich noch nicht rumgespielt habe? Machst du eigentlich auch irgendwas wieder aus davon? Nö, gerade ist alles an. Oh, okay. Vielleicht gerade ist erstmal alles an. Kombination, die wichtig ist, um vielleicht etwas zu... Naja, also jedenfalls... Gut, dann, wenn du aufgehört hast zu trinken, läuft das Wasser halt einfach auf dem Boden. Ja, ist halt einfach so. Das braucht jetzt hier auch niemand mehr erstmal. Ist ja alle tot.
Also das ist jetzt nicht so. Okay. Ich habe ja auch völlig deren Tisch zerstört. Ja. Machst du noch was anderes? Deswegen frage ich, wie viele Regler sind noch da? Drei sind ja jetzt an. Wir hatten Luft, Feuer, Wasser, Licht. Feuer habe ich noch nicht angemacht. Feuer hast du noch nicht angemacht und es gibt noch ein paar andere, deren Beschriftung du nicht verstehst. Soll ich mal in einem drehen, den ich nicht weiß? Also ich... Es gibt auch Knöpfe. Ne? Ich würde einfach rauftatschen. Was du machst, lass ich jetzt einfach offen. Okay, also, ich drehe erst ein bisschen an Feuer. Du drehst ein bisschen an Feuer, der Raum wird langsam wärmer. Okay. Und zwar durch eine Bodenheizung. Wow, ey, diese Gilde, so, Wahnsinn. Lebt, ne? Wenn die am Leben wären, ich würde mir ein richtiges Traumhäuschen von denen warum sind die tot? Also das war ja gar doch, es war da wahrscheinlich in der Wärme. Ja, aber wer hat denn irgendwas gegen gute Handarbeit? Also, das macht doch gar keinen Sinn. Ich weiß. Jetzt fange ich an, einen dieser random Knöpfe zu drücken, wenn ich nicht weiß, was draufsteht. Okay, sag mal. Hoch. Also ich sag jetzt mal, es sind vier Knöpfe. Ja. Wir gucken einfach mal, welchen Knopf du Nummer eins, hoch. Ach so, du sagst Knopf Nummer eins. Ja. Okay. Hoch. Es passiert erstmal nichts. Also du machst einfach so blub und es passiert nichts. Knopf Nummer zwei, wie hoch. Dieser Joke bei The Simpsons, wo plötzlich so Stripperin aus der Wand kam und denkst dir so voll. Ja. Okay. Du hast das Gefühl, dass hier Stripperinnen sind. Ja. Du hast tatsächlich das Gefühl, dass hier Stripperinnen sind. Nein. Du hast das Gefühl, dass der Boden langsam ein bisschen zu warm wird. Das ist unangenehm. Nicht schlimm, aber es ist so, jemand hat es aufgedreht ohne irgendwie Sinn und Verstand auf 100 sozusagen. Ach du Scheiße, jetzt fangen wir so. Also, Gefahrung, das ist ja heiß. Ah, meine Füße. Ich drehe Feuer wieder ganz runter. Okay. Feuer ganz runter. Ja, der Boden scheint sich abzukühlen oder scheint wieder aufzukühlen. Dritter Knopf hoch. Okay. Kevin Spock. Läufer auf, busy. Okay, hoch sagst du. Ja, wir haben ja einen. Ja, was hatten wir jetzt alles an? Licht hatten wir an, Wasser ist an, Luft ist an. Luft ist an, okay. Alle diese Sachen haben jetzt den sehr, sehr weirden Nebeneffekt. Also, ich formuliere es mal anders. An jeder Ecke dieses Raums geht jetzt eine Luke auf und Wasser strömt ein. Das Licht oben flackert in einer Helligkeit, die ständig heller wird, die ganze Zeit. Also beim ersten Mal geht's noch, beim zweiten Mal wird's unangenehmer, beim dritten wird's unangenehmer und irgendwann ist es richtig Strobo. Was hast du noch an? Luft. Das Wasser, was sich da jetzt hochbewegt, fängt an, weil aus einer Richtung die Luft kommt, so eine Art leichte Wellenschwappbewegung. Also sorry, so schnell kann das Wasser da es jetzt fängt, auch nicht reinkommen. Das ist von brusthohe Wellen. Nee, nee, nicht brusthoch. Es ist noch, jetzt noch, wir bewegen uns zum Knöchel. Ich drücke den Knopf sofort wieder. Du hast das Gefühl, du machst es schlimmer jetzt. Nein, ich drehe alle Regler runter. Es ist, bewegt sich schon alles. Scheiße. Also es ist jetzt, das Wasser läuft jetzt weiter da rein, auf jeden Fall. Ja, wie schnell, in welcher Menge, wie viele Rohre? Na, du hast neben dem Wasserhahn, der nicht viel hergibt, das ist einfach nur ein Wasserhahn, aber ja. Ich meine, damit kannst du auch einen Raum überschwemmen, wenn du lange genug wartest, hast du halt noch drei andere Räume, drei andere Öffnungen, die mehr wie so Feuerwehrschläuche-Öffnungen sind von der Größe her. Also die sind ungefähr so Baseball groß. Ja, also wollen wir einfach versuchen, die Treppe, die Rutsche wieder hochzunehmen? An, das war wahrscheinlich zur Löschung von Feuern gedacht. Hm? Und ihr habt jetzt angefangen, einen Jacuzzi zu bauen in diesem Ding. Wahnsinn. Also ich sag mal so, wir haben noch einen Knopf drüber, den können wir jetzt auch noch drücken. Notfalls rennen wir einfach da die Rutsche wieder hoch. Ja. Was sollen wir machen? Markus, bist du dir sicher, dass du das wirklich machen möchtest? Es wäre witzig, wenn es wie in so einem Videospiel, das ist so ein Bug, kennst du das, wenn so Leute glitchen? Wir haben das Abenteuer geschafft, der Endscreen kommt. Also Na, ich weiß es nicht, Marki, willst du drücken? Nee, ich will nicht drücken, ich weiß nicht, was du gemacht hast. Lass uns doch mal zu der Tür gehen, zu den Büchern gehen, wo keine Bücher waren und vielleicht... Da bin ich doch gerade dran, da drück ich doch auf alles. Aber hat sich da nichts geöffnet oder so? Nein, oder also nee, würde mir du nicht hast erzählt. Noch einen Knopf übrig, bisher hat sich nichts geöffnet. Naja, also warum jetzt hier halt auf halber Strecke, komm, letzter Knopf und notfalls rennen wir in die Richtung und die Rutsche hoch. Blitze aus dem Ja, aber die Wasser. Tür ist ja zu. Wieso ist die Tür jetzt zu? Die Tür war die ganze Zeit zu. Die war die ganze Zeit zu, die haben wir zugemacht, ja. Ja, wollen wir die aufbrechen jetzt schnell? Also es... Drück doch erstmal den ersten Knopf. Ihr macht, wie ihr wollt. Das Wasser steigt jetzt einfach kontinuierlich. Oh, wir sind absolut nicht gemacht für steigendes Wasser. Wir machen Team. Das demokratisch. Wer ist dafür, dass wir den letzten Knopf noch drücken? Okay, Markus guckt euch einfach nur... ja. Und okay. Vom Melden direkt auf den Knopf. Okay, also ihr hört weirdes Rumpeln
von gefühlt überall her hinter den Wänden, okay, und so weiter. Wasser steigt mit noch höherer, also ihr ist richtig Druck drauf. Also wenn ihr euch jetzt da vorstellen würdet, würdet ihr von diesem Druck des Wassers förmlich weggeschossen werden. Wie in so einem Freibad, wo die Pumpe zu stark ist. Genau, jetzt geht's richtig ab auf jeden Fall. Und es steigt und steigt und steigt. Es ist jetzt, geht jetzt ungefähr, naja, dir zur Hüfte, dir geht's schon so bis Wahnsinn. Hier zur Brust. Wahnsinn! Es geht sehr schnell. Ihr könnt noch was anderes machen, wenn ihr wollt. Markus, kann sie schwimmen? Ja, ich kann schwimmen. Ich auch. Ich leg mir einfach nur hin und treib da so drauf. Ich meine, ich bin Schleim. Okay, also ihr hört die ganze Zeit aber immer noch diese Bewegung von, ja, es hört sich an wie große Mechanismen, die arbeiten. Hm. Ne? Also es klickt und klackt. Ihr habt das Gefühl, der Raum bewegt sich vielleicht? Mhm. Oder es ist, weil ihr im Wasser treibt und es ist unklar? Also, ich bin verwirrt. Und dann macht es wusch, ja, einmal richtig so wusch, ne? Ja. Und da, wo diese Metallplatten im Boden waren, ja, die gehen auf. Ja. Und das Wasser spült euch jetzt. Also, es wird einfach. Es ist wie ein riesiger, wow, Abfluss. Zieht euch jetzt dahin und spült euch jetzt da runter. Meine Kopf sind wir in so einem neuen Level. wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich versuchen, euch irgendwo festzuhalten. Ich bin ja bei Faro, ich halte ihn fest. Also. Ihr seid beide jetzt schon so im Wasser, dass ihr. Ist es so schnell, ging das? Ja. Nee, es waren 4 Öffnungen, die mit Feuerwehrschlauchintensität Wasser da reingepumpt haben. Nicht schon wieder in den Mann, ich will auch nicht immer noch tiefer. Es geht immer nur noch tiefer. Nee, wir werden wahrscheinlich irgendwo in so ein Katakomben-Ding raus. Noch keine Lust mehr. Das ist mehr. So ein Abflussding. Das ist offensichtlich eine große Toilette für den Golem. Also ich möchte ehrlich sein, ich habe mich an nichts festgehalten, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass das passiert. Naja, es gibt auch nicht mehr viel was. Also ja, alles in dem Raum schwimmt jetzt mehr oder weniger. Der Tisch ist ja auch hinüber. Ja. Also der ist ja auch noch, fliegt ja auch noch durch die Gegend. Die Stühle. Ja. Nee, ich halte mich an nichts fest, ich werde weggespült. Dann geben wir uns dem Strom und hören wir irgendwas von Markus? Der wird genauso weggeschwemmt wie ihr. Okay, auch. Gut. Dann, ja. Das ist alles gut. Was ist denn das für ein. Wohin werden wir denn geschwemmt? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Verprügelt mit Drachen. Ich wusste es. Okay. Das Letzte, was ihr jetzt praktisch noch machen könnt, ist so. Und wir hören noch leise aus dem Off Markus irgendwie rufen: Ich hasse euch! Ja. Und ihr landet in diesem. Ja, was auch immer danach kommt. Ich wollte gerade sagen. Ja? Sehr schöner Break. Sehr guter Break. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet in der nächsten Woche wieder ein. Wenn es heißt. Verprügelt mit Drachen. Sorry, das war jetzt ein bisschen unkoordiniert. Verprügelt mit Drachen. Ich muss auch in diese Kamera reden. Bitte lasst uns ein Like da, ein Abo da. Ganz wichtig, Abos, sehr, sehr wichtig. Likes auch. Glocken. Immer die Glocke hauen. Wir lieben Glocken. Ja. Und dann Spotify und so weiter. Auch gerne einfach ein Follow da lassen. Wir sind gerade dabei, uns ganz nach oben zu arbeiten. Hm? In allen Games. Ja. Podcast-Games, aber auch menschlich. Einfach immer auf dem Weg nach oben. Hm? Genau. Ansonsten schreibt uns gerne drunter, was ich hatte vorhin eine Frage gestellt. Ne? Ich weiß gar nicht, ob ihr glaubt, dass diese leichten Spannungen, die zwischen Markus und Faruk. Ja. Wessen Schuld ist das? Und der Emoji für den Algo ist diesmal eine Welle, die Wasserwelle. Sehr gut. Genau. Also, und schreibt gerne unter, was ihr denkt, wo es hingeht, wenn man da rausgespült wird. Genau. Was passiert dann eigentlich? Sehr gut. Ansonsten kommt gut nach Hause. Gott schütze den Buchdruck. Und nehmt immer das volle Gold. Tschüss. Peace.